Hallöchen und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde. Und ja, ganz kurzer Kommentar. Die letzte Folge, wenn ich das richtig gesehen habe, gerade, ich nehme die nicht am Stück auf, 27 Minuten. Alter, was? Das sind 27 Minuten, wenn ihr wisst, wie lange ich dafür hochlade. Mann, ihr wisst gar nicht, was ich alles nur tue für euch, damit ich dieses Let's Play hier am Laufen halte. Also mal ganz ehrlich, so, auf jeden Fall, hier ist Sean und da hinten war gerade Rebecca und das ist echt interessant. Auf jeden Fall heißt das schon mal, dass die beiden nicht aufgegeben haben. Okay, es wäre auch echt doof, wenn man das Opfer von Desmond einfach so, naja, umsonst sein lassen würde. Nee, aber finde ich gut, dass sie da irgendwas machen. Auf jeden Fall heißt das ja, dass dann ist jetzt dieser John, oder wie hieß er nochmal, John oder so? Ich glaube doch, der hieß John. Das ist jetzt auch ein Assassine? Roger Echantillon 17. Support in die zweite Etage Sample 17 Projekt. Okay. Das hätte ich auch so verstanden. Also die Set und so. Ja, ja, ja. Egal, auf jeden Fall. Oh, wir haben drei Figuren. Wer ist das denn? Kenne ich nicht. Oder ist es irgend so ein, ja, irgend so ein Pirat? So, egal. Auf jeden Fall. Das ist schon interessant. Oh, oh, oh. Oi. Wo willst du hin? Zum Markt? Nein, ich... Meine Eltern baten mich, zu ihnen zu ziehen. Und das werde ich. Wie meinst du das, zu ihnen ziehen? Du lebst hier, bei mir. Bitte verzeih, Edward. Doch mein Vater hat recht. Du hast doch genug verdient auf dieser Farm. Warum kannst du dich damit nicht begnügen? Mit mir. Genug verdient? Diese Arbeit war gottverdammte Ausbeuterei. Willst du den Rest deines Lebens mit einem Bauern verbringen? Lass gut sein, Edward. Schon gut. Wenn du jetzt gehst, Caroline, wirst du nie wissen, was hätte sein können. Caroline! Caroline! Alter, die... Was ist das denn? Einfach so verlassen? Ich meine, die sind nur verheiratet. In guten wie in schlechten Zeiten, oder nicht? Great in any way. Ist Thatch da? Der brach heute mit der Galeone auf. Er glaubt, wir finden selbst eine gute Verwendung für diese alte Bucht. Ei, wir machen schon noch was draus. Eine Flotte hätte hier Platz, wenn wir wollten. Und mit etwas Arbeit könnte es ein schönes Zuhause werden. Überzeugt vielleicht sogar mein Weib, hierher zu kommen. Du bist also verheiratet? Vor Gott bin ich das. Sie verließ mich vor einer Weile. Trotzdem, behalte das bloß für dich. Die meisten Piraten respektieren keine Männer mit höheren Zielen als Saufen und Plündern. Bei meiner Ehre. Lass mich wissen, wenn du was findest. Ich hab mich eigentlich... James Kidd folgen? Okay. Ich hätte gerne noch den Aussichtspunkt, aber gut, ja. Es gibt ja nur einen hier. Ich frage mich eigentlich gerade, haben wir schon mal je darüber geredet, ob dieser Kidd... Irgendwie sieht der so halb aus wie so eine Frau, aber... Hä? Ja, aber ehrlich... Naja. Ja, wie soll er schon folgen, bevor sie irgendwas gefunden hat? Das finde ich auch gut. Gut. So, weil ich es kann, erstmal hier auf den Baumstamm klettern. Ja. Aber das war echt brisant, finde ich, dass wir da in der Realität das. Das könnte noch interessant werden. Ich hoffe, das wird es auch noch. Komische Dinge, oder nicht? Alt und verwittert. Ist das von diesen Maya? Oder den Azteken? Kannst du gut rätseln, Edward? Denk- und Knobelspiele und dergleichen? Nicht schlechter als jeder andere, warum? Ich glaube, du hast ein Naturtalent. Wie du arbeitest und denkst. Und wie du deine Umwelt verstehst. Da wäre ich nicht so sicher. Jetzt gerade sprichst du in Rätseln und ich verstehe kein Wort. Klettere auf dieses Ding hier, in Ordnung? Hilf mir, was zu lösen.
glaube, sie weiß mehr, als sie zugibt. Konzentriere dich auf all deine Sinne. Sehe durch Schall und Schatten. Tief in die Materie. Bis du etwas siehst und hörst, eine Art Schimmer. Einen Schimmer. Du verstehst mich? Ich denke ja. Ich habe es bereits gesehen. Ein Leuchten wie das Mondlicht auf dem Meer. Ja, ich kenne das Gefühl. Ich habe es seit meiner Jugend. Ah, okay, ich glaube, es geht gerade um den Adlerblick. Nein, Konzentration! Blicke durch die Dunkelheit. Hä? Also, worauf ich gerade hinaus wollte, habt ihr gesehen? Sie hat die versteckten Klingen. Das hat man ganz gut gesehen. Jetzt haben die versteckten Klingen ja auf der Unterseite so ein Assassinen-Symbol. Aber das war irgendwie zu erwarten, finde ich. Ich meine, als wir vom Observatorium geredet haben, war sie die Einzige, die etwas darüber wusste. Und kann mir gut vorstellen, dass die Assassinen auch dahinterher sind. Alle Männer und Frauen auf dieser Erde verfügen über eine tief verborgene Intuition. Ich kann das schon mein ganzes Leben. Nur dachte ich, es hätte irgendwie mit meinen Träumen zu tun. Oder so. Die meisten finden es nie. Andere brauchen Jahre, es hervorzukitten. Oh, vielleicht hätte ich doch warten sollen. Du bist ein talentierter Mann, Edward. Sieht sonderbar aus. Ob es was wert ist? Nichts zum Verprassen. Doch wenn du sie alle findest, führt es dich zu etwas Großem. Wie viele? Ein paar Dutzend, glaube ich. Hier lang. Ich muss dir noch was zeigen. Einen haben wir ja schon gefunden, okay. Und ich hatte... Oh. Ah, okay, das ist unsere Karibik und wir haben hier sehr viele Maya-Stelen. Naja, da werden wir auf jeden Fall noch viel Spaß haben. Oh, das wird einiges an Arbeit bedeuten, mal wieder. Ich habe hier noch etwas gefunden. Ich glaube, dieses Jahr... Ja, schnell mal hinterherlaufen, Und scheinbar, wie gesagt, weiß sie auch über den Adlerblick Bescheid. Und ich finde es auch interessant, dass Edward das auch so zugibt, dass er das hat. Ich meine, es könnte ja sein, dass es einfach irgendwie immer so da ist im Spiel, aber nee. Er sagt ja selber, dass er dieses seit seiner Kindheit hat. Und das heißt ja schon mal, dass seine Vorfahren... Da wären wir. Ihr wisst schon, was, ne? Was denkst du? Ich glaube, Monsieur Ducasse hatte sehr viele Geheimnisse. Ei, oh. Und sieh hier. Eine solide Treppe, die Gott weiß, wohin führt. Okay. Was erwartet uns da oben? So Geld. Wie ich Ducasse kenne, Kanonen. Wäre ich nicht überrascht, ausgefuchste Folter- und Mordinstrumente zu finden. Ja. Eine eiserne Jungfrau oder eine Sammlung Daumenschrauben. Eine eiserne Jungfrau? Oder den Fürst der Finsternis. Ohoho, nice. Schon mal kein guter Anfang. Das aber ist ein pfiffiges Ding. Probier mal den Schlüssel von Ducasse. Ey, sie können es nicht lassen, oder? Sie können es echt nicht lassen, die Entwickler. Ei, es mag sein, dass diese vier Templer sie haben. Siehst du den Namen hier? Sie wurden entsandt, um diese vier Ziele zu töten. Teufel, die Karte habe ich Gouverneur Torres in Havanna verkauft. Laut ihm zeigt sie die Stützpunkte von Assassinen. Meinst du nicht, du bist ihnen eine kleine Warnung schuldig? Oh oh. Zumindest, wenn irgendeine Art Herz in deiner Brust schlägt. Das könnte ich wohl. Wenn es mich zu den anderen Schlüsseln führt. Lieber eine schlechte Ausrede als gar keine. Ich glaube, wir haben gerade in ein Fettnäpfchen getreten. Das ist unpraktisch. Ich glaube, wir haben gerade vielen Assassinen den Tod gemacht, wenn wir da... was ist das denn? Templerjagd, 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 Templerjagd und Templerjagd. Gut, das heißt, jetzt kommen wir so langsam in diese Schiede rein mit den Assassinen und den Templern. Aber wir sind immerhin kein Assassine, sondern ein einfacher Pirat. Gut. Wir haben aber natürlich den Adlerblick und das macht uns eigentlich hier auch so das Besondere. Und ja, und was ich meinte mit vorhin, dass die Entwickler es nicht lassen können. Und zwar gibt es eigentlich in jedem Teil, außer im ersten Teil, glaube ich. Oder? Nee, okay, im ersten Teil kriegt man seine Rüstung wieder, aber sonst hat man fast in jedem Teil sozusagen immer so eine Master-Rüstung hier so, ne? Und die kriegt man halt, wenn man die ganzen Schlüssel da reinmacht.
Okay, ja. Mehr Schlüssel haben wir nicht. Oh, eine Truhe. Ja, gut. Hopp. Aber schlecht ist es nicht. Also, ich meine, der Geschmack geht ja eigentlich, ne? Also, es sieht so richtig so aus, wie man sich das vorstellt, wie so ein Piratendingens, ne? So, kann ich hier vorne raus? Ah, nee. Ah, okay. Da geht's in den Keller. Aber. Oh. Ein Esszimmer hat das Ganze auch. Ja, also der Ducasse hat schon nicht schlecht gelebt für die damaligen Verhältnisse. Aber weiß nicht, sieht aber schon wie so ein bisschen heruntergekommen aus, oder? Also das Holz. Naja. Soll uns jetzt auch nicht stören, aber es gehört auf jeden Fall jetzt uns. Und die ganze Bucht auch. Was richtig nice ist. So, aber bevor ich hier rumlabere, den Aussichtspunkt, der ist auf jeden Fall wichtig. Dann haben wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Übersicht hier. Und zu Kit, also ich finde, also erstmal ein Fakt, er oder sie, meine James Kit, keine Ahnung, ist auf jeden Fall Assassine, ein Assassine. Das können wir schon mal auf jeden Fall sagen. Aber dass sie uns nicht hasst, das, ne? Ich meine, dadurch, dass wir diese Karte da Torres verkauft haben, 1000 Real, ich meine, mehr haben wir ja nicht bekommen von ihm. Ja. Ja, und ich finde, wir sollten auf jeden Fall dann den Assassiner Bescheid geben, dass den irgendwas erwartet. Etwas Schlimmes. So, und wir haben auf jeden Fall wieder ein bisschen Money. Pistole. Ob wir uns vielleicht eine neue Pistole kaufen? Wobei 8000 reicht da, glaube ich, nicht. Na, das machen wir nächstes Mal, glaube ich. Also, wenn wir das nächste Mal wieder Geld haben. So meine ich das. So. Das ist auch geil. Einfach von jedem die Dings hier zum nächsten springen. Ja. Huhu. So. Aber auf jeden Fall ist es so geil, dass wir jetzt einen Heimathafen haben, oder nicht? Gut, Nassau auch, aber hier haben wir wenigstens so eine Andockstelle. So, Kit. Du willst uns verlassen? Worte? Diese Bucht passt besser zu dir, Edward. Besser als dieses Kostüm jedenfalls. Oh, nun komm schon. Wir sind Piraten, Kit. Wir nehmen, was wir wollen und sind, wer wir wollen. Freie Männer. Doch das passt nicht zu dir. So bist du doch gar nicht. Wie bin ich denn? Das ist oft schwer zu sagen. Eins ist sicher, du magst gefährliche Prisen. Das Observatorium? Ich glaube, du weißt mehr darüber, als du in Nassau verraten hast. Ja, das glaube ich auch. Ja? Triff mich bei 20 Grad, 3 Minuten nördlicher Breite vor der Küste Yucatans. In ein paar Wochen kann ich dir dort was Hübsches zeigen. Okay. Interessant, die alte Bucht. Mal sehen. Ja, vielleicht könnte sie, aber ich hatte es ja schon gesagt, sie weiß auf jeden Fall mehr über die, über das Observatorium, als sie eigentlich zugegeben hat. Ich meine, Blackbeard und so, die halten ja nicht gerade viel davon. Oh, was ist das denn? Hier lang. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Was willst du uns sagen? Habt ihr einen Moment, Captain? Ich brauche vielleicht Geld, um eine Schiffswerft zu errichten, Captain. Je schneller ich das Geld bekomme, desto eher beherrschen unsere Schiffe die See. Oh. Oh. Hafenmeister. 500. Ach komm, hier. Ach geil. Ach nee, Alter. Also, man muss ja schon mal echt sagen, es gibt immer so sehr viele Parallelen zwischen den Assassin's Creed Spielen. Und, ja, so wie ich das gerade auf dem Radar sehe, haben wir wieder sowas wie ein Montedioni oder Rom oder Konstantinopel. Oder besser gesagt Istanbul. Ja, mit den ganzen Upgrades, die man hier kaufen kann für seine. Auf dir, alten Seebär, Captain. Die Männer brauchen dringend einen Ort zum Rumhuren und Verlustieren. Mit etwas klimpernder Unterstützung könnte ich sowas hier aufziehen. Und wenn der Rum in Strömen fließt, wäre ein jedes Seemannsherz besänftigt. Haha, das ist keine schlechte Idee. 3500. Aber da hätten wir eine Taverne. Ja gut, warum nicht? Ich meine, wenn wir das Geld haben, dann raus damit.
Ich frage mich aber, ob wir dadurch noch... Ihr macht einen alten Seebären stolz und für euch soll es sich auch lohnen. Longbens Fluch soll mich treffen, wenn nicht. Ja, ich frage mich jetzt aber, ob wir auch davon Geld verdienen, ne? Ich meine, Hafenmeister brauche ich jetzt nicht unbedingt. Höchstens vielleicht Munition, oder? Ach, hier. Was darf's denn heute sein? Was gibt's denn hier? Ja, gut. Wir können unser Schiff reparieren hier, aber sonst ist ja eigentlich genau das gleiche wie im Schiff selber. Aber was wir brauchen könnten, wären eigentlich... Vielleicht später. Wir könnten Leute brauchen. Kann ich die hier anheuern? Hallo? Ja. Vielleicht mit dem hier? Ja, Crew anheuern. Okay. Oh. Das kostet... Ne, ablehnen. Achso, nee, ich kaufe mir doch nicht meine Leute. Ich würde die doch lieber einfach so finden oder rekrutieren halt, ne? Ich meine, wir waren ja noch... Es gibt ja noch Kingston, es gibt noch Nassau und es gibt noch Havanna und da gibt es so viele... Zeit für einen alten Seebär? Ich rede nicht um den heißen Brei herum, Captain. Ich brauche Geld für ein kleines Warenlager. Ich wäre euch ewig dankbar. Und als Gegenleistung bringt ein Laden im Ort viele nützliche Waren hierher. Okay. Ah, ein Gemischtwarenladen. Das ist eine gute Idee. Und so billig eigentlich, so billig. 700 Real. Ey, das ist... Ey, der Papagei. Geil. Arr. Toll. Ne, macht er aber auch nicht. Ja, geil. Jetzt haben wir uns bei uns in Great... Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Great in Aguia? Keine Ahnung. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Schwertsetzer? Ja, jetzt können wir wieder gucken. Esparada Ancha. Ne, wir hatten die Klinge aus Toledo, ne? Oh, Offiziersrapier. 14.000 Real. What the hell? Oh. Französische Duellschwerter. Wobei, ich meine, wenn ich schon so viel Geld dafür ausgebe, kaufe ich mir gleich das da, oder? Piratenkrummsäbe. Na gut, aber für den Anfang haben wir mit diesen Klingen aus Toledo schon ein gutes Starterkit, Pistolensets. Da haben wir das hier. Wir könnten uns das kaufen. Die haben auf jeden Fall mehr Schaden und auch mehr Betäubungskraft. Aber dafür dann halt gar keine Reichweite. Nee, ich glaube, ich hole mir einfach einen von den beiden hier, wenn wir wieder Geld haben. Und ja, Monturen. Aber Monturen ist auch so eine Sache. Ich wollte auf jeden Fall mal später eine andere Montur kaufen, aber brauner Mantel und mit blutrot... Montur mit blutrotem Mantel? Nee. Oh, vielleicht das hier so im Dunkel gehalten, im Schwarz. Oder mit so Totenkopf-Emblem. Piratenkapitänsmontur ist auch nicht schlecht. Aber das kostet halt so viel, ne? Was ist das, der Offiziersmontur? Von Kenways Flotte gesammelt. Okay. Alter, geil. Alter, ihr Ibn La'at. Ey, warte mal. Das muss ich jetzt anziehen. Hey, good day, sir. Ey, wie geil. Und das, solche Sachen finde ich geil, wenn man einfach mal so als Altair rumrennen könnte, ey. Oder als Ezio. Ey, das ist echt geil. Aber es passt leider nicht. Aber gut, das sind Wurfmesser, die können wir aber leider nicht benutzen. Schade eigentlich. Da sind sogar 10 Wurfmesser. Eigentlich müssten sogar noch am unten an dem Bein welche dran sein, aber ich sehe keine. Nun gut. Dann würde ich sagen, das wäre es von dieser Folge, liebe Leute. Die Montur, keine Sorge, die wechseln wir wieder gleich. So schön das auch, also so geil auch das aussieht. Die wechseln wir dann gleich wieder, wenn wir auf unserer Jacktor sind. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein. Und ja, habt einen schönen Tag noch. Ciao.